Jack Tatum ist tot. Der ehemalige Verteidiger der Raiders starb im Alter von 61 Jahren an einem Herzinfarkt. Tatum litt an Diabetes und an seinem linken Fuß wurden alle Zehen amputiert. In seinen 9 Saisons mit den Raiders von 1971 bis 1979 wurde er 3-mal in den Pro Bowl gewählt. 1978 hittete er Daryl Stingley so hart, dass der Patriot partiell gelähmt blieb. Das brachte Tatum den Spitznamen der Attentäter ein. Unter dem Titel »Sie nennen mich Attentäter« veröffentlichte er nach seiner Karriere seine Biografie. Zwei absolute Egomanen in einem Team? Kann das gut gehen? Wir werden es erleben. Denn am Dienstag verpflichteten die Bengals Terrell Owens. Er trifft damit mit Chad 85 zusammen, dem man fehlende Zurückhaltung auch nicht gerade nachsagen kann. Welcher der beiden Wide Receiver wird die meisten Schlagzeilen produzieren? T.O. unterschrieb für ein Jahr und 2 Millionen Dollar und wird bereits in 1-2 Tagen im Trainingscamp erwartet. 85 schrieb dazu auf seiner Twitter-Seite, dass er T.O. willkommen heiße. Die Spiele der Bengals müssten jetzt eigentlich im Bezahlfernsehen übertragen werden, denn die Fans müssten bezahlen für das, was sie nun geboten bekämen. Die Patriots setzten Wes Welker auf die Pup-Liste der aktiven Spieler. Damit wird er weiterhin zum Kader gezählt und kann jederzeit wieder aktiviert werden. Sein Platz im Kader kann nicht durch einen anderen Spieler ersetzt werden. Im Gegenteil dazu gibt es die Pup-Liste der inaktiven Spieler. Wer darauf steht, kann erst nach der 6. Woche der Saison wieder eingesetzt werden. Spieler, die auf der inaktiven Liste stehen, dürfen durch einen anderen Spieler im Kader ersetzt werden. Weite Kreise zieht ein Blödsinn, den man nicht ganz nachvollziehen kann. Rookie-Receiver Des Bryant hat keine Lust, an einem Aufnahmeritual der Cowboys teilzunehmen. Als Neuling im Team sollte er die Schulterpads von Roy Williams tragen. Das aber wollte er nicht. Er wäre zu den Cowboys gegangen, um Football zu spielen und nicht um kindische Spiele zu veranstalten. Bryant hat immerhin vor, Williams den Job wegzunehmen. Jetzt scheint jeder Headcoach in der Liga dazu, seine Meinung äußern zu müssen. Fast alle sagen, dass Bryant sich falsch verhalte und den Spaß mitmachen solle. Doch Bryant bleibt dabei. Für ihn ist die Sache Blödsinn. Er macht sie nicht mit und damit war es das für ihn. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.